Da gucken wir mal rein, was der Jared so zu erzählen hat. We introduced the concept of distribution centers. These enormous terrestrial microcosms of Star Citizen's entire FPS experience. And since that time, we've intermittently followed along with their progress as they make their way to the persistent universe in the upcoming Alpha 323. And with that milestone approaching in just the next few months, let's dive underground one more time and see where they're at now and discuss a little more about what you'll be doing once you get inside. Also, es geht darum, ne, die vorgestellten, die früher UGF-Season, die sind jetzt, das sind jetzt Distribution Center, also Verteilungszentrums, die aber noch nicht Underground bekommen, sondern erstmal Overground. Und erzähle ich gleich noch was zu. Und darum geht's. What are distribution centers? It's a super, super, super basic question. But I've got to unravel about 2 years worth of development time in order to answer it. So a distribution center is a colossal hub that an organization owns that they distribute goods for, and this could be. So, hier sagen sie jetzt, ein Distribution Center wird von einer Organisation betrieben. Also vorher haben sie gesagt, irgendwie Faction. Vielleicht gab es da so ein bisschen Missinterpretation. Also jetzt sagen sie Organisation betrieben. Commodities themselves or stuff that they're making. They're very big locations on the ground. They're a hive of activity. But you can also go there and cause some chaos as well. To the player, depending on what faction it is, it's still going to be a means to way of getting different types of missions. We don't want you to go. Also sehr, sehr groß. Und hier sehe ich jetzt schon, also definitiv, wohin die Reise geht. Es sind eigentlich kleine Städte, die sie hier abbilden wollen. Ne? Kleine Städte, die sie abbilden. Ich glaube, sie haben darüber nachgedacht, wie kriegen wir auf einem Planeten, der riesig groß ist, kriegen wir Hotspots hin, die wir mit Leben füllen, weil sich sonst alles sehr verläuft. Ich denke, da sind ganz, ganz klare Designentscheidungen. Und wie kriegen wir das, haben sie sich bestimmt überlegt, wie kriegen wir das hin, dass wir wiederverwertbare Plätze bauen? Was würde der Lore nach, was würden Leute bauen? Wenn du auf den Mars gehst, wenn Elon Musk auf den Mars geht, wird er sie sicherlich nicht, oder wenn sie sicherlich nicht drei verschiedene Orte aussuchen, um sich hinzupflanzen, sondern die werden sie einen Ort suchen, wo die dann irgendwie gemeinsam und so. So wird es wahrscheinlich sein, dass es Städte auf Celestials gibt, sei das ein Planet, sei das ein Mond und so weiter und so fort, wo Sachen halt zentralisiert werden. Ich denke, das geht da hauptsächlich auch um die Leute zusammenzukriegen. This location and be the only person und Lebendigkeit herzustellen. In some locations you're going to find that you're just doing a delivery mission, you're hauling some cargo out there, you're dropping it off and you're getting your fee for doing that. But while that's happening, another player could be infiltrating it, they could be assassinating a VIP in there. They provide a large variety of gameplay, anything to bombing runs. Also da weiß ich noch gar nicht, ehrlich, Bombing Runs, muss das sein, ich glaube, ich muss das hier nochmal groß machen, weil er im Hintergrund so ein bisschen stört, ne, oder? Soll ich das so machen? Bombing Runs. First person combat, theft, you name. A whole quagmire of different things going on at any one time. Basically a microcosm for all the FPS related gameplay in the universe. What's your favorite thing about the distribution center? Also, wie er schon sagte, ne, Mikrokosmos für die Mikrokosmos für alles, also um FPS um das zusammenzukriegen, was auch immer FPS bedeutet, ist ja nicht nur schießen, ne? They're nearly done. Was ist dein Lieblingsding darüber, der ist fast fertig ist. Vielleicht kann man hier auch sehen, dass er ein bisschen überarbeitet ist an der Stelle. Also, wir sind fast fertig. Ja, wahrscheinlich noch einen ganzen Arsch voll Arbeit vor sich. Ja, lustig auf jeden Fall. Sehr lustig. So, Citizen Con, we showed you what is going on at these locations, but you want to know what's actually coming into the 323. So, let me tell you.
We're going to have multiple DCs throughout the Stanton system. Each one of those is going to be owned by different brands. Some of them are going to be friendly towards you. Some of them, they're going to be hostile towards you. So, und das verstehe ich schon nicht. Also, okay, ich meine, klar, die Idee verstehe ich. Es wird verschiedene Distribution Center geben, die von verschiedenen Organisationen und Brands belebt sind. Also Hörsten, Microtech, wie heißt es und so weiter, Sakura Sun haben wir gesehen und so. Manche sind feindlich dir gegenüber gesehen und so weiter. Soll ja dann wahrscheinlich über Reputation laufen, oder? Von Reputation haben wir ja noch gar nicht viel gehört jetzt aktuell. Ich bin gespannt. Es kann natürlich auch Orte geben, die generell immer gesperrt sind, die dich nur reinlassen, wenn du eine Mission hast. At each location, you're going to have access to both sides of the building, both wings. Also, jedes Gebäude hat zwei Wings, sagte er. Du hast Zugriff über beide Wings. Beide Wings haben Landepads. On those wings we have two landing pads and a hangar. Ein Hangar, zwei Landepads. And two cargo freight elevators. Plus you've got the wing itself. Zwei Cargo Elevator. Das heißt, hier wird geladen und beladen. Das wird sehr interessant werden. Ich bin ultra gespannt. So all the missions that you can do outside. On the inside, you'll have access to the lobby and the rooms off that. So sleeping habs, a kitchenette and VIP. Lobby und sleeping habs. Heißt das, ich kann mich da verorten? Ja? Also, er schreit nach kostenloser Ware. Heißt das, ich kann mich da verorten? Sleeping habs. Peace spaces and some maintenance places in there as well, all with missions. Below that you're into the main body of it, which has got the central part, which is the warehouse, which is mainly okay, Warenhaus und so weiter. Branching off innen of drin. That leads into two side roads. From there there can be a mixture of rooms. It's always a cargo shop, which is a part delivery space, part canteen for the staff to use for refreshment and taking a break. Also innen drin, der Aufbau ist immer derselbe, aber kann variieren, was da ist. Aber was immer da ist, ist dieser Cargo-Shop und diese Kantine, wo die Mitarbeiter sich tummeln. Da ist die Frage, ob du dann da auch rein kannst und dir da auch Sachen kaufen kannst. Storage rooms, which are the main hole of distributing big cargo boxes, which have to be used to be picked up via a tractor beam. Habt ihr gesehen, ne? Wir müssen wahrscheinlich dann die Cargo da irgendwie selber zusammenbasteln. There are worker rest areas, there are security areas, side rooms. Aber die NPCs machen doch gar nichts. A side road, which also wenig. Is more like a little maintenance area, but it does have an underfloor again with the ventilation access. That's hier auch wieder, es gibt dann side rooms, das sind so, ja, da kann man hin, aber da ist nicht wirklich, dann gibt es auch noch einen Untergrund, einen Underfloor, sagt er, bin mal, was das bedeuten soll, keine Ahnung. The inside, branching out from that as well, there are two wings. Each one comes equipped with a cargo area, a shipping depot. Shipping depot, cargo area, also viel Laden. The outside. Hopefully viel enough Laden. Content for you to get your teeth into in this kind of initial release. Can you bring the others inside? To the outside. Das, bevor wir jetzt in das Lustige gehen, ich will noch mal einmal zurückspulen. Ich will noch mal zwei Sachen sagen. Die Dinger hier, kriegen wir die? Oder da ist vorhin so ein Wagen rumgefahren mit Cargo drauf. Am Anfang haben wir das gesehen. Hier, den Trolley, den wird es wahrscheinlich noch nicht. Aber so ein Hover-Trolley findet es nicht mehr. Irgendwo war es. Ganz am Anfang. Kriegen wir den? Ich glaube, also die hier, kriegen wir die zum Laden? Also sowas Großes? Und diese Hover-Trolleys, wo mehrere Sachen draufstehen, dass man die fahren, haben wir noch nie gesehen. Ich bin gespannt. Sound really so, warte, ich mach nochmal zurück. Das ist sehr lustig. In this kind of initial release. Can you bring the others inside? Kannst du Fahrzeuge reinbringen? Wings, yes, but you can't drive them aber into the actual center, no. No. Er ist lustig, der Typ. Sound really confident about ja, die hört sich sehr, sehr zu. Why can't you take vehicles inside? Because we block them off. How'd you block them off? Bollards. Vehicle force field? Bollards. Vehicle force field, fragt Jared. Er hat so Pöller, Mann, der Bollocks. Pöller, ne? Die Blöcke, damit du die Autos nicht da reinfahren kannst.
Und dann, Jared ist so lustig. You're telling me there's no way a player is going to be able to track every move a vehicle over those bollards and get a vehicle inside. I would like to say no. Das ist so gut. Das ist so gut. Also du willst mir sagen, dass die Spieler keine Möglichkeit haben, mit dem Traktorstrahl ein Fahrzeug in den inneren Bereich reinzukriegen? Ich würde so gerne nein sagen. Da hat er wohl nicht dran gedacht oder was auch immer. Es ist sehr, sehr lustig. Da muss ich sofort an. Ich glaube, da gab es so ein Video, wo sie Knebel mit dem Rock hochgehoben haben. Ne? Muss ich da sofort dran denken. Backers, you know better. The challenge is made. Get the vehicles in there. Sehr geil. Das finde ich gut. Ich finde ja auch das Gesicht, du siehst richtig, wo seine Fassade zusammenbricht, wo er fragt so. Bollards. You're telling me there's no way a player is going to be able to track your vehicle over those bollards and get a vehicle inside. Jetzt, da ist der Gesichtsausdruck, wo, du willst mir also sagen, dass Spieler das nicht mit dem Traktorstrahl hochbringen können. Genau da ist der Gesichtsausdruck bei 4 Minuten 36, wo man sieht, wie seine innere Verteidigung gerade Pause macht und sich überlegt, irgendwie nochmal dem Azubi zu sagen, der muss doch mal was reinprogrammieren. Das ist so geil. I would like to say no. Es ist so sympathisch. Backers, das finde ich super sympathisch. Das finde ich geil. The challenge is made. Get the vehicles in there. Super sympathisch. Mega. Finde ich gut. So, das ist halt, das sehen die aus, ne? Krass. Centers will depend on the type of player, as we want to give variety depending if you're an aggressive player or a non-aggressive player and or lawful or unlawful. It's for the four types of player that exist in the persistent universe. So there's aggressive, lawful. Wenn das mal wäre, ne? Wenn ich dann sehe, da kriege ich richtig Bock zu spielen, aber du kommst rein und dann stehen da so drei Hampelmänner, NPCs, und der eine bedeutet dir, hey, hau ab. Wenn das mal vernünftig funktionieren würde, da hätte ich richtig Bock, da hätte ich richtig Bock drauf. Ja? Da stehen dann so hier, nee, pass mal auf, wir laden hier Zieleine. There's aggressive, lawful. Aggressiv. Unaggressive, lawful. Gesetz. Aggressive, un- also vier Arten von Spielsystem. Aggressiv, gesetzestreu, nicht aggressiv, gesetzestreu. Kommt dann jetzt aggressiv, gesetzlos und nicht aggressiv, gesetzlos. Also vier grobe Missionstypen. Lawful and unaggressive, unlawful. Mit rumschleichen und rein und so. I quite like being aggressive. If you're gonna go in, you might as well go in hard. Genau, right? Alles wegschießen, mir auch für. I can be aggressive and lawful in the verse. Absolut. For aggressive, lawful players, you might get a mission where you have to go in and defend so one aus, of the distribution centers, ne? From a hostile attack by outlaw gangs. You could receive a distress call from the owner of the distribution center, being informed that a gang is trying to acquire goods from a certain section of it, say the storage room. The player will arrive. They will make their way to the location, which is under attack. They will go in. They will see a battle underway between defending forces and the attackers. And they will join sides with the defending forces to take out the attackers. Those attackers might come in waves. They might have big heavies with them. Sieht halt auch so ein bisschen wie Siege aus, bigger weaponry. But you will join together, possibly with friends, to take out this big assault. Ich muss mal eben, Ed Schild, Augenblick, bin gleich wieder da. So, wo sind wir stehen geblieben? Weiter geht's. Lawful non-aggressive players. Da, jetzt guckt euch das mal an hier. Mit der Dingskanone. Die Mole, wie heißt das Ding? Das ist nicht die Mole, das ist die. Ach, Name vergessen, beladen. Might want to Raft, do something viel Spaß. More like delivery or hauling. It's a distribution center. So you'll be able to come in, land, load your ship with all the various cargo, depending on what kind of distribution center it is.
and take it where it needs to go, whether that's another distribution center or somewhere else completely. Also holen, wegbringen. Wenn die mal interessant werden, die Mission, das wäre noch mal was. To distribute one cargo or multiple cargo boxes from one section. Da, die meine ich. Die meine ich. Kriegen wir die? Damit durch die Gegend zu fahren, ist bestimmt lustig. Die dann zu nehmen und die auf die Racetrack zu bringen. Er wird interessant. So, aber wie viel geht da drauf? Guck mal, da sind dreimal, was sind das für SCU-Kisten? Sind das die großen 32er? Sind das nicht, ne? Oder? Die langen, ne, wie heißen die? Achter, ne, sind das, oder? Achter. Richtig? Nein, das ist doch nicht ein SCU. Das ist doch viel größer als ein SCU. Guck mal, das Mannequin ist doch so klein. Hier. Das sind nicht die Einser. So, auf jeden Fall, das Auto brauchen wir. Hat er das geschoben? Kann das sein? Fährt er das? Der schiebt das Ding. Der steht da drin und schiebt das Ding, ne? Boxes from one section in the distribution center. Ach du Scheiße, warum? They really are big enough to do an entire mission without ever leaving. You could be doing a delivery from one room, let's say the storage room, up to the lobby. For an aggressive illegal player, you might do an all-out assault. Das ist immer eine gute Idee, erstmal drauf schießen. You can fly in. The location security will kick in, so you'll be trespassing. You'll get shot at by turrets. If you manage, die Turrets sind ja besser geworden in letzter Zeit, haben wir gesehen. Ja, erstmal hier die unbewaffneten Mitarbeiter umnieten. Das ist, so ist das. Das ist der amerikanische Weg. And you can go in, you can, if it's an assassination mission, you can go in, take out a VIP. If it's a theft mission, you can run a heist, go in. Der hat sich umgedreht, ist weggerannt. Der hat was zu verbergen. Der war bestimmt gefährlich, den haben wir erstmal umgenietet. Rob the place, get out again. Each distribution set, especially the bigger company ones, would have armed guards at least on site. They'd also have turrets mobilized around the outside, so you would have to, you coming in by air is very dangerous because you would be distinctly seen as trespassing, so each security zone around distribution center protects it, even from the air, not just the ground. So, alles super, ne? Ist es toll? Geil hier, so ein Kartoffelmesser hätte ich auch gerne. Da für mich die Frage, was ist mit Crimestead? Du hast unlawful aggressive und unlawful non-aggressive. Du legst da einen um. Wie ist die Überwachung? Wenn du da unten in den Tunnel rumläufst, gibt's dann die magische Kamera, die sagt, oh, da ist aber einer, der darf da nicht sein. Der hat jetzt einen umgebracht, jetzt kriegt der Crimestead. Oder da ist einer unten, der darf da nicht sein, da schicken wir mal Leute hin, die den da rausholen. Weißt du? So, da, und wie sieht das mit dem Crimestead aus da? Kann man da die Überwachung ausmachen? Wie mache ich das? Unaggressive, unlawful theft missions would be a prime example of you sneaking in. Du kommst ja auch gar nicht mehr raus. Mal angenommen, du fängst die Mission da an, kriegst einen Crimestead und willst da wieder weg. Die Türme rotzen dich vielleicht raus da und so. Ja. To distribution center to avoid being detected by security to acquire goods unlawfully. You can basically do genauso gut geschossen, wie ich das auch mache. Version of the hostile mission. So instead of it being an all-out assault and going in guns blazing, maybe you find a back route and maybe you sneak maybe in you past find a back guards, route. Make your way to the location without being detected. If you get the item that you need to steal, you can turn around. Okay, item steal ist ganz nett. Also geh da rein, steal was. Das ist halt unlawful, also gesetzlos, nicht aggressiv. Das finde ich geil, auch so eine Mission. Geh da hin, komm da irgendwie hin und klau das Ding. Und dann kommen an den Wachen vorbei, ohne gesehen zu werden. Das sind so Sachen, die hören sich erstmal gut an, aber in der Umsetzung, wenn die NPCs da rumstehen oder wenn du nicht durch so einen Zolldetektor musst oder. Backroot ist bestimmt noch, nein. And hope they don't find you. Ich weiß nicht, wie die Ausprägung am Ende ist. That you get when you approach a distribution center is going to depend on which distribution center it is. Some are going to welcome visitors. They'll be quite happy to see you. Others definitely don't want any visitors at all. So, depending on the type of facility, some public ones, and you'll be able to come in and just use it as a social space. Okay, also je nachdem, wer das Ding betreibt, bist du da willkommen.
als soziales Space, wie er sagt. Und manche sind, laden dich halt komplett nicht ein. Also ich könnte mir vorstellen, dass du bei einem, wenn er jetzt, sagen wir mal, Envil ist und die produzieren da Raumschiffe oder Waffen oder wenn er ein Distribution, dann darfst du dann nur hin, wenn du einen Delivery-Auftrag hast zum Beispiel. Also jetzt nur mal so gedacht. Ja, dann hast du da nichts verloren und dann fangen die an zu ballern, wenn du da hinfließt und dich da in die Area begibst. Hat also wahrscheinlich eher am Anfang weniger damit zu tun, ob du Reputation hast oder sondern mehr damit, was sie da zulassen und was das für ein Distribution Center ist an sich. The higher security level ones you would not have or be granted access without being granted a mission. Ja, granted a mission. So besides missions, if a player decides to go. Ja, und hier ist natürlich HUD, ne? Wurde gerade schon im Chat gesagt, auch hier HD Houston Dynamics wahrscheinlich, wo er ist oder so. Und hier der neue HUD mit den Einblendungen. Ganz interessant hier auch, wo die Gefahr herkommt, wo er beschossen wird wahrscheinlich. Ne, hier ist, wo er beschossen wird. Like full chaotic evil inside the distribution center, they can go in full guns blazing, but genau, erstmal den Ad hier. Darf ich bei Ihnen ein Praktikum? Ich möchte gerne bei Ihnen ein Schülerpraktikum machen bei Greycat. So, oh ja, bitte. Klar, kommst du einfach mal vorbei. Ja, Schülerpraktikum. Oh, zack, Schülerpraktikum zu Ende. Die unbewaffneten Zivilisten da oben. Ich sag nix, ne? Griefer. So a big driving force CIG sind Griefer, die legen alle um. Weiß nicht, ob man das so zeigen soll. Erinnert ihr euch noch, war das bei Metro? Wo man die Zivilisten tötet, wo der große Aufschrei war? Jetzt zeigen die hier so ein Video, wo die einfach irgendwelche... Unfassbar. Bring players together in all different kinds of ways. So maybe you've got somebody there who's running a delivery mission, and at the same time you've got a group of people coming in to raid the place and steal a bunch of stuff. They all get caught up together in a whole big mess, and the hope is that it's a fun, exciting, and probably quite chaotic experience. We want it so that as you're playing it through, yeah, other things are happening around you, things that you sort of want to get involved in yourself. Also finde ich nicht schlecht. Ist die Frage, wie oft das passiert, wenn du, also der Tenor ist ja hier, diese Facility soll ja verschiedenste Arten von Missionen erlauben, du was wegbringen, Kriminal und so weiter. Die sollen dann auch gleichzeitig passieren können. Also nicht wie bei den Bunkermissionen, wie die aktuell sind. Da ist eine Gruppe drin und dann ist es das. Sondern diese Facility hat verschiedene Typen von Missionen. Du gehst da hinten und auf einmal hörst du, wie da hinten geballert wird, weil da irgendwie eine andere Gruppe ist, die was macht. Dann sollen die dann sich da vermischen quasi, in whole big mess. Du siehst, weißt nicht, was da passiert. Triffst du auf andere Leute, andere Spieler. Jetzt ist die Frage, wie oft wird das passieren? In einem aktuellen Zustand zumindest, wo 100 Spieler auf einem Serversystem sind und wo vielleicht, ich habe keine Ahnung, 20, 30 dieser Facility Center es gibt. Ich weiß es nicht, verteilt übers System, über Stanton. Müssen wir gucken. Aber so grundsätzlich finde ich die Idee nicht schlecht, dass da so mehr passiert. Also wie die auch schon gesagt, ich glaube, das war eine ganz bewusste Entscheidung, Hotspots zu schaffen, wo die Leute eine Lebendigkeit erleben, die momentan nicht so ist im Spiel. The players perceive it as mainly for the variety to give the players the choice to like just to lean into. Do they want to be aggressive or do they want to be passive? That we know different players like playing different ways. We're hoping this variety in the distribution center gives the players the access whether they want to play that aggressive or passive fantasy inside the verse. Of course, this is the first drop of the distribution centers and development will be ongoing. We're shooting for a healthy variety of distribution centers for 323. We're shooting at a healthy variety, also eine gesunde Variationsreichtum. Um diese Dinger zu platzieren. And more to come as we approach 4.0. So at some point after 3.0. 0.0 heißt es bei denen intern. 4.0 heißt bei denen 0.0. Also erstmal wollen sie ein paar da hinsetzen und dann werden sie noch weitere ergänzen, während sie auf 0.0 zusteuern. Alles klar. Man sieht dann direkt auch so, was passiert. Sind zwar hübsch, aber wenn man einmal gesehen hat, fliegt man nie wieder hin. Ja. 0.23 and into the future. I don't know when.
we are going to be looking at the end game stuff that you want to play, and that's going to be in the form of raids. Raid! Raids! Raids, Endgame Stuff. Oh, weiß ich nicht. Ist das Endgame? Ist das Endgame Stuff? Sind Raids? Learned that distribution centers will be home to missions and gameplay of every sort. That Alpha 323 will mark their arrival. That the much anticipated raid gameplay first discussed at CitizenCon will follow at some point thereafter. And that much anticipated, sehr erwartetes Raid gameplay. Haben wir ja Raid on Orison, ja, weiß nicht, ist auch nicht so, ist, mach's ja auch nicht immer, ne? If you're the ISC gameplay capture team, working in builds weeks and sometimes even months before Evocati, you may find that the planets of Pyro and Stanton have loaded into the same physical space and turned themselves inside out, and all you're trying to do is make your weekly show. Don't worry, they're having the time of their lives. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for letting us share the process of game development with you, and we'll see you all here next week. Like that. Ja, Jared, du hast Finger. Nee, super. Grundsätzlich, jetzt kommt noch ein Bonus, ein kleiner. Now I had the time of my life, though I never felt like this before. Yes, I swear, it's the truth, and I owe it all to you, Booch. Hey, baby, there's something else on your mind when you see, stay with me tonight. So, also, das war der Spaß. Sehr lustig fand ich hier, als ihm wirklich das Gesicht gebrochen ist. Das sind sie, die Derelict Post. Von zwei Seiten anfliegen, mehrere Missionen machen. Ich bin gespannt. Jetzt ist, ich weiß nicht, der wievielte Versuch, Leben in die Bude zu kriegen. Es sind POIs, also Point of Interest, wo man sich trifft. Also die Idee, hier Leben reinzukriegen, die Leute zusammenzuziehen an diesen Point of Interests und so weiter, kleine Ministädte zu bauen auf diesen, was auch immer, auf einem Baron, auf einem Mond, auf einem Planeten und die dann wiederverwertbar zu machen, ist ja, ich würde erstmal sagen, der Weg in die richtige Richtung, ja. Ob die kleinen Bunker dann wegfallen auf kurz oder lang oder ob die nur noch so ein Beiwerk sind. Vielleicht kann man ja auch von da Sachen holen und die dann dahin bringen und so weiter und so fort. Wir haben auf jeden Fall einen Ort mehr, der wiederverwendbar ist, der gebrandet wird. Wir hatten ja das andere Video auch gesehen. Ich glaube, so ganz verkehrt ist es nicht. Wie sich das nachher im Spiel ausgeht, werden wir sehen.